Es ist immer wieder etwas ganz Besonderes, so ein Auftaktspiel eines Wettbewerbs, auch wenn man sich mit den Trainern unterhält, die sagen immer das Gleiche. Es kommt darauf an, gut reinzukommen in diesen Wettbewerb, gut zu starten, ein gutes Resultat mitzunehmen, um dann eben mit dem gewonnenen Selbstvertrauen die nächsten Aufgaben angehen zu können. Deswegen hat dieses Auftaktspiel schon einen ganz besonderen Reiz. Ein herrliches Amphitheater, geschaffen für die ganz großen Fußballspiele. Natürlich, gleich zu Beginn dieses Wettbewerbs wollen die Teams sofort einen positiven Eindruck hinterlassen. Los geht's, rein in diesen Wettbewerb. Wer gewinnt, hat ein Polster und wer verliert, der steht schon mit dem Rücken zur Wand. Alles ist angerichtet. Einfach mal nach vorne gedroschen. Und ab damit ganz nach vorne. Ja, so was passiert eben auch mal den Profis. Immer wieder wird die Tiefe gesucht. Der kommt tatsächlich durch. Das ist nicht mehr regelkonform. Das muss Freistoß geben. Ah, der war schon draußen. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Weg mit dem Ding. Das gibt Eckball. Gut aufgepasst. Ab auf die Flanke. Weltklasse-Technik. Achtung, ein Ball kommt. Kurz mal das Ding nach vorn gekloppt. Erstmal weg aus dem gefährlichen Bereich. Es geht über die rechte Seite. Spielverlagerung auf die linke Seite. Kommt der an? Da verheddert er sich. Er ist einfach ein bisschen zu eigensinnig. Hätte früher den Pass spielen müssen. Die einzigen Profiteure da unten auf dem Rasen, das sind die beiden Torhüter. Die werden bis jetzt fürs Nichtstun bezahlt, weil kein einziger Ball auf ihrem Kasten kommt. Einfach nach vorne geschlagen. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Clever gespielt. Anbrennen lässt der hier nichts.
erstmal raus damit. Jetzt der Abschluss. Da sollte der Pass hin. Raus damit. Spielt einen weiten Pass nach vorn. Macht Sinn, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Da kommt der Pass in die Gasse. Die Tür ist nutze die das erste Tor. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Und damit steht's 1-0. Die Reaktion auf diese Führung ist im Stadion zumindest deutlich zu hören. Mit dem Pass stehen sie sich selbst im Weg. Das war einfach schlampig. Sie müssen definitiv an ihrer Präzision arbeiten. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Und nun ist es soweit, die ersten Regentropfen fallen. Einfach mal rausgehauen. Und er ist zur Stelle. Erstmal geklärt. Toll gelöst. Also ich würde an seiner Stelle flanken. Mit der Brechstange. Ja, das gibt Freistoß. Und dafür sieht er gelb. Ans Aluminium. Da ist ordentlich Dampf dahinter. Da kann der Torwart nur noch mit allergrößter Erleichterung hinterher schauen. Den hätte er nie und nimmer gehalten. Einfach mal lang nach vorn. Er probiert es mal mit dem Heber. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er daraus? Und er bringt ihn rein. Erstmal raus mit dem Ding. Er geht auf Nummer sicher. Der Pfiff des Schiris und nun ist Halbzeit. Mit dem Spiel und dem Ergebnis kann man nach der ersten Halbzeit hochzufrieden sein. Man darf allerdings im Durchgang 2 nicht nachlässig werden. Der Anstoß für den zweiten Abschnitt. Ein einziges Tor macht hier bislang den Unterschied. Da ist es passiert. Das also wäre geschafft. Die Partie ist wieder völlig offen. Das war schon fast zu einfach. Direkt vor dem Tor, das ist doch der Hochsicherheitsbereich, der ganz besonders bewacht werden muss. Aber die Wachmannschaft, die macht wohl irgendwie Urlaub.
alle wieder bitte in die Startblöcke. Die Koordinaten in dieser Partie sind neu gestellt. Es steht unentschieden. Und die große Frage jetzt, wer von den beiden will den Sieg? Wer von den beiden ist mit dem Unentschieden zufrieden? Den Ball weit rausgehauen. Da hat er den Überblick behalten. Ah, toll aufgelegt. Soeben haben sie die Situation noch bereinigt. Wunderbarer Einsatz, ein sensationelles Tackling und das in einer solchen Situation definitiv keine Selbstverständlichkeit. Der könnte durchkommen. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Genau das durfte nicht passieren. Ich bin mir sicher, der Trainer hat gesagt, geht raus mit breiter Brust, ihr liegt vorne. Und jetzt haben sie die Führung verspielt. Guckt euch das an, was der mit dem... Wie der sich hochschraubt. Gut rausgespielt, aber da hätte mehr bei rumkommen können. Das ist seine Stärke, das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. So, Fahne ist oben, Einwurf. So eben gerade noch dazwischen gefunkt. Da ist er, trifft ihn. Und der Keeper ist zur Stelle. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. Ganz simpel, einfach nach vorne. Augen auf und ab nach vorne. Physisch enorm präsent. Und ab geht die Post. Ab in die Spitze. Und dann ist er weg, der Ball. Mit viel Gefühl. Da war er voll auf der Höhe. Und der Ballverlust. Einfach mal entsorgen. Raus auf die linke Bahn. Hier kommt er. Er zieht durch. Schöne Chance, aber vertan. So lange ist nicht mehr zu spielen. Weiterhin unentschieden. Wird es noch einen Sieger geben? Es dauert nicht mehr lange und dann wissen wir, ist es hier beim Unentschieden geblieben oder schafft doch noch eins dieser beiden Teams den Siegtreffer? Da ist die stark angesetzt zum Kopfball.
Da braucht man gute Nerven, wenn man so ein Ding liegen lässt. Langer Pass. Sehr gute Position. Lang und weit nach vorne. Jetzt ist Übersicht gefragt. Wenn Sie hier noch was reißen wollen, dann jetzt. Einfach mal rausgedonnert. Der Referee pfeift ab und damit ist das Spiel beendet. Es gibt Tage, an denen muss man mit einem Punkt zufrieden sein. Heute war so einer. Also Mutter putzen und weitermachen.